schon. Ja, das war schon super mit dem Dolch. Das war schon echt cool. Ja, mein Double hat die ganze Zeit aber auch drauf gehackt, also. Darf man nicht unterschätzen, den Kollegen. Also ich könnte genauso viel Schaden machen, wenn ich nie auf mein Leben, also wenn ich direkt auf mein Leben kacken würde, aber mach ich ja nicht. Will ja überleben. Sehen wir erstmal die Kranken hier ausschlagen. So. Das Feuer! Keine Chance, keine Chance, kein Platz hier hinten. Kein Platz. Ich hab durchgehend der Feuer gemacht, bis ich aufgestanden bin und wieder gerollt bin und dann wieder dead war, ne? Also durchs Feuer. Zweimal gehetzt. Oh, krass. Nein. Ah, die Kröte riechst du noch am Arbeiten. Ja. Ach so, der wirft einfach mit allem, was in dieser Höhle gebaut ist, hat wir. Ja. Achso, ja, viel Spaß beim Ausweichen, ne? Der ganze Raum, ne? Du kannst nicht ausweichen. Es gibt keinen Platz dafür. So brutal, ne? Ja. Den Spell hätte ich auch echt gerne. Ja. Einfach nur jeden anderen Spell rausnehmen, diesen Spell ausrüsten, ne? Ja. Aber jetzt immer noch der Giftet. Keine Schaderfeule bis jetzt, ne? Ja, Schaderfeule ist richtig strong. Der ist nicht vergiftet. Ah, nicht mehr jetzt, ne? Das scheint. Okay. Eine Blitze im richtigen Moment rollen ist besser. Nicht spannend, ne? Ting, ting, ting. Oh Gott, oh Gott. Rollen? So, und dann noch jetzt das Drago. Ja. God escapes the head. Kann man nicht den noch im Kopf abschlagen? War das nicht so? Nee. Das ist in einem anderen Game. Ist ja keine Hydra, ne? Den Schwanz abschlagen? Ja, bei Herkules, ne? Herkules habe ich noch nie den Schwanz abgeschlagen. Den Kock abschlagen, ne? Dann wachsen zwei neue nach. Ne, das war wieder und wieder und wieder. Ja, das war der Hydra. Genau. Genau. Hi, legst du einen Kopf abwachsen, zwei nach. Bei der Grundüberlegung, was man hier noch machen kann, ne? Wir haben ja dieses, also generell Runenbögen en masse, ne? Und nee, wir haben nicht. Auch dieses Drachenwundenfett, ne? Gewalteffekte gegen Drachen. In eurer eigenen Heimat? Neulich. Affenüberzug verursacht Scharlachfeuer. Neulich. Okay, also können wir rein. Ja. Wir müssen eh erstmal. Ich will auch ein paar Runden, um mich einzuspielen. Hier ist das Schlimmste daran. Seelen, ich komme. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich hab sie. Jetzt kann ich wieder sterben. Klingt. Direkt keine Ausdauer mehr. Oh, direkt rastet er wieder aus hier. Oh! Renn! Oh no! Ich bin nicht drüber gekommen. Yo. Das war's wieder mit mir, das war's wieder mit mir. Ja, ja. Keine Chance, Kapiten, ne? Du kommst aus dieser Ecke nicht raus. Ja. Was ist eigentlich in der Truhe hier? Ah, der steht genau drauf. Na toll. Da war irgendeine Träne drin. Aha. Trank ist vergessen. Ah. Ja, oder so ein Trank oder so. Oh no, das war's. Ja. Übrigens, das ist dieser Speer, den ich hier hatte, ne? Oder hab. Ja, dann mach mal die Fähigkeit. Ja. Ja. Alles klar. Ja. Ja. Genauso sterbe ich auch die ganze Zeit, ne? In einmal in dem Feuer gefangen, für immer tot, ne? Ja. Oder mit beiden Köpfen Feuer schießen. Zum vielleicht noch mehr Resistenzen von ihm nehmen? Noch einen Talisman zu tragen oder vielleicht Items, also Rüstung tragen, die genau gegen sowas gut ist. Blitz. Ah,
Blitz und Feuer, ne? Ja. Das sind doch meistens so Magierstiefel. Ja, da Blitz, Feuer, holy shit, die geben ja richtig. So ein Garabeus, ne? Ja, aber die Astrologenrose zum Beispiel ist ja insane, ne? Was so Blitz und Feuer gibt. Ist ja wirklich strong. ...7,5 ist das höchste dabei, 7,8... Okay, da Hose des wahnsinnigen Parfümeurs. Das ist das Beste. Okay, das hätte ich schon mal. Dann Armschutz, kann ich dann theoretisch wieder was Besseres nehmen? Das ist das bestens von. Tja, kann man mal Spaß probieren, ne? Feuer Blitz. Oder was ist mit der Armor? Ne, die Armor ist eher das Beste vom Besten. Wirklich gut. Abstand. Wie viel Blitz hat der nur 3,6 und 4,5 der Helm bei mir? 3,6, 4,5. Was war das? 4,5 Feuer, 3,6 Blitz. Zack. Den dicken Helm. Und dann noch Talisman. Kann ich den ablegen? Müsste ich noch alles tragen können, ne? Ja, genau. Ich bin ja eh overlevelt, was diese Stats angeht. Okay, und dann. Gegen Feuerschaden deutlich oder gegen Blitzschaden? Erheblich. Was macht der denn mehr? Blitz oder Feuer? Eigentlich bringt das Feuer einen immer um. Wenn man das überleben würde, wäre ja alles gut, ne? Jetzt habe ich halt große Last. Das hatte ich dann jetzt. Also. Das liegt jetzt an dem Talisman, dass ich ihn runtergenommen habe, ne? Feuer, Blitz. So, ich habe nur Feuer und Blitz. Also Flammen-Drachen-Talisman plus 1, ne? Und Blitz-Drachen-Talisman plus 2, ne? Perfekt. Ei, ei, ei. Ja, stimmt, vielleicht könnte es sogar klappen mit dem Gewicht. Ah, große Last. Ja, und die Präzeptoren-Handschuhe, die haben doch mal Feuer 3 Blitz. 3-3, ne? Blitz 3-2. Nice, ich hab jetzt. Ja, jetzt die krankesten Stats übrigens, ne? Also. Kann man hier nicht einsehen, doch da. Ich habe insgesamt 141 Feuer, 124 Blitz. Ja, Blitz ist tatsächlich nicht so viel. Aber Feuer ist wichtiger. 141 Feuerresistenz. Ja. 41.000, das ist meine höchste Frage, Resistenz. Ne? Was ist dann da besser, der Perldrachentalisman oder der Feuer plus 1? Mal gucken. Warte. Flammendrachentalisman, Perldrachentalisman. Jetzt. Perlendrachen-Talisman, 44.000 Blitz, aber dafür verlierst du Feuer richtig viel. Da hast du nur 34.000. Und da ich ja das Feuer überleben will und nicht die Blitzfähigkeiten, also die will ich auch überleben, aber das ist sehr unwahrscheinlich, nimmst du Feuer mit, dann hast du 41.000 da. Okay, das macht einen Riesenunterschied tatsächlich, ob du Blitz oder, also Perldrachen oder sowas. Ja. Jetzt bin ich wieder sexy. Wie wird's aussehen, ne? Hell. Ja, bei dir das geht voll, finde ich, oder? Sieht doch cool aus irgendwo. Du siehst halt nichts, ne? Ja. Du bist halt blind. Also halt einfach. Du hast einen Teller vor dem Gesicht und ich habe eine Suppenschüssel auf dem Kopf. Nee, das war ein Nudelsieb. Einfach nur. Genau. Ein paar Löcher, ne? Das Wasser ablaufen, so. Und dann diese Hose, ne? Die wir bei dir jetzt anhaben, so mit diesen Riemen dran einfach. Hi. Die Schuhe, ne? Spannend. Okay, ich bin mal echt gespannt jetzt, ne? Wir müssen das Feuer jetzt im besten Fall überleben. Ansonsten müssen wir halt vielleicht mit Leben gucken, ne? Dass man vielleicht mehr Leben nimmt stattdessen. Ja. Oh no. Jo. Auch direkt rein. Geh direkt wieder aus der Ecke raus, weil ich glaube, ich jetzt immer gestorben bin tatsächlich. Hä?
Hm, doch, das ist doch nicht beidseitig. Oh, ich hab kein Licht aktiviert, das ist natürlich sehr gut. Du hast es überlebt bis jetzt, ne? Wow. Das war nur ein Flammenkopf sozusagen. Ja. Nein, er macht schon wieder Feuer. Aber auch nur einmal wieder. Oh nein! Die Blitzkralle danach. Ey. Ich hab Eises gerade an dem gefragt. Der hat viel Damage bekommen. Ja, der hat Eisbock. Das geht auch so gut. Los, Nubel, du machst das. Achso. Okay. Der hat zweimal rübergefächert, hätte ich direkt getrunken, wäre alles okay gewesen tatsächlich. Ja. Man verliert halt Leben durch das Attributending, ne? Ich weiß nicht, ob das worth ist. Maximum Life zu verlieren, weißt du? Müssen wir sonst nachher mal austesten. Das Leben. Ich will leben. Hier, ihr kriegt ja gut Feuerschaden. Ey, da ist auch 50% reduziert. Mag ich auch, ne? Ja, alles 40, ne? Das magische. 40, ja. Mm. Sehr gut. Hä, jetzt will ich doch. Scheiße. Run! Ja. So, gut. Alter, meine Jungs sind Schlaflife. Ja! Ah, ich hab's überlebt! Okay. Doppelten Damage. Ich brauch nur einen Proc. Aber geblockt, ne? Geblockt. Also, wenn du nicht blockst, stirbst du trotzdem. Ich muss ja aus der Ecke raus, ne? Jo! Entspannt, Digga. Ja, wenn du blockst, okay. Geht's. Ja. Okay, man. Ah, Blitz gerollt. Bin ich Fatty Roll? Ich hab ne Fatty Roll. Lol. Hier, bisschen Eissturm. Ah ja. Einfach so hops genommen, obwohl ich geblockt habe. Gut. Ja, wäre eine fette Runde. Junge. Die fette Roll. Ich kam nicht mehr raus. Gleich mal gucken, warum ich den Fett wurde. Ja, er steht da halt auch in diesen Eckenkämpfer, ne? Mhm. Boah. Ich konnte nicht rollen. So einem Petrol ist das jetzt kacke. Ja. Ja. Ah! Ah ja, das war's dann mit mir, ne? So wieder ihn. Alter, das ist. Hier war ganz am Ende. Ganz am Ende war irgendwo, glaube ich, eine Lücke, wo du stehen kannst. Man hat auch diesen Radius ganz außen gesehen. Ganz close. Ich weiß nicht, warum ich sie jetzt auf einmal eine schwere Last gehabt am Ende. Fuck. Ach, wegen den Handschuhen. Lol. Wie ist jetzt hier weniger? Scheiß doch wieder. Jetzt wieder. Ah, geil. Jetzt wieder nochmal raus. Ausgeflügelt hier. So. Also, ich pack mal den Blitztalisman weg und hol mir stattdessen maximales Leben erheblich mehr. Mhm. Gucken wir mal, was das da bringt. Weil ich sehe auch gerade, das bringt ja Stat-Tech nicht, die halt ist echt wenig Leben. So fuck, was ist denn mit allen allgemeinen Stats? Ja. Allgemein Stats bringt hier mehr Leben tatsächlich. Ja, okay, das heißt, man kann doch hier Radagons Narbensiegel tragen. Wegen allen Attributen. Also erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Wobei, das könnte auch wieder zu snowballen, ne? Dann Kunst des Erdenbaums, wie viel Leben hat man da? 132.
Würde auf jeden Fall 100 mehr Leben sein bei mir. Ja, schon bei strong. Minus 64 durch dieses Kulturen-Medaillon und bei dem Naradagons Namensiegel 110 sogar, ne? Mhm. Durch 3 mehr Kraft, 3 mehr Konditionen, 3 mehr Stärke, 3 mehr Geschick. Ja. Gut, 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 gut. Ich glaube, ich vergifte den jetzt einfach nur. Und dann haue ich mit dem großen Stachel drauf. Ja. Wenn die Resistenzen gegen Magieschaden deutlich erhöht, dann erhöht das nicht Blitz. Das ist einfach nur die magische Resistenz. Okay. Tja, gut. Dann mach das, ne? Mach das. Ich versuch's jetzt einfach mal mit Maximum Life. Kann das Blatt leben, 64. Bis auf. Mhm. Okay. Wenn ich den Ding wieder schieße. Kann ich lohnen, Mann. Jubel ist immer noch an dem dran, ne? Nice. Das heißt, der Fokus ist jetzt in Jubel. Ja, genau, steckt ja schwer da rein. Guck, wenn du ja, hier ganz am Ende des Raums stehst, müsstest du safe sein, wo ich stehe. Ja, hier bist du safe gewesen. Ganz, ganz safe. Null Damage. Das ist eben, ja. Dein Trötenhain hat mich geblockt, ey. Das bitte. Oh Mann. Steht der da und ist am Töten, ne? Okay, das war schon mal ein guter Damage bis jetzt, ja? Mhm, ich hab auch gerade richtig reingehackt. Rollen! Scheiße, ich zeig's nicht gefragt. Oh, ich glaube, das ist keine gute Position hier. Oh nein, zweite Phase. Zweite Phase. Oh nein. Aus irgendeinem nicht erklärlichen Grund macht er das jetzt schon. Oh nein, jetzt wissen wir nicht, wo der herkommt. Ja, wir wissen nicht wann. Oh no. Ja, man hört ihn von hinten. Ja, ja, ja. Okay. Er ist irgendwo außerhalb der Ma- ah, oh, Gott, oh Gott. Ja. Ich hab jetzt gerade noch so geblockt bekommen. Kann er bitte aufhören mit Teleportation? Ei, wo guckt er denn hin? Nein. Okay. Komm nicht an den Rand gerade. Nur weil ich zurück gehe, der Kühl wieder. Alter, Blutbrock und Frostbrock, hast du gesehen? Holy shit, wie viel Schaden. Holy moly, ist das viel Schaden. Ich kann nicht raus. Ich bin in der Ecke hier. Ist nicht gut. Okay. Okay, nice. Okay. Letzter Pot. Oh! Oh ja, ich bin da. Hä? Hallo? Execute ihn. Ah, du warst nicht da am Auge. Der Kopf war in der Luft. Nein, braucht er wieder den. Okay, wir kriegen ihn. Oh, auf der Ecke. Ah, ja, müssen wir blocken, ne? Keine andere Wahl. Oh nein. Kollege, wo kommst du her? Oh Gott, ich habe ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube, er ist woanders. Oh, ist er hin? Hat er dich für einen Vorbeiflug geholt, ne? Ja, aber dies. Kurz die Ecke genommen. Kurz da gewesen, ne? Ja. Ei. Ach, Mann.
Wo ist er hin? Krankenfürst Placidius, wo bist du? Nein! Es ist ein unwinnable Fight. Der Kollege, Schweißfuß. Man hat ihn ganz kurz eben gesehen, aber dann ist er wieder despawned aus irgendeinem Grund. Ah, das war super close. Also hätten wir geschafft, wenn der nicht unsichtbar wäre, ne? Ja. Ich hab noch versucht, da den zweiten Giftbrock drauf zu kriegen. Ein Giftnebel. Das wäre schon echt saftig. Aber warte noch mal kurz, bevor du reingehst. Warte mal kurz eine Minute. Moment. Und er war nie wieder gesehen. Oh Mann, ey. Oh. Was haben wir denn sonst noch? Die Waffe ist schon gut, der Eis und der Blutbrock, der würde schon sehr, sehr wehtun. Das Schild wäre halt schon sehr sexy und da könnten wir halt ein besseres Schild tragen. Aber das geht erst, wenn wir genug Weisheit haben. Also 46 sollten wir schon haben für den letzten Spell. Auf den Damage. BB. Yo. Okay. Okay. Gott. Zero Damage stellt. Aber er hätte den zweimal oder so gehittet bis jetzt erst, ne? Und gibt's irgendeinen Weakpoint bei dem eigentlich? Ach Mann. Komplette Feuer gegönnt. Ah, ich weiß nicht. Der Kopf und. Also Kopf immer, ne? Aber man kommt ja schon mal runter mit dem Kopf. Hm. Ja, gerollt. Los Jungs, macht ihn fertig. Oh Gott, oh Gott. Eieiei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, vielleicht ist der kaputte Schwanz da, ne? Ich hab eben viel gegen geschlagen, ne? Eigentlich müsste der Hals ein Schwachpunkt sein, aber. Ja. Ja, perfekt. Jetzt macht er das mittig wieder, jetzt hat er ja keine Chance. Ja. Ja, ist toll gemacht. Das war's dann mit meinen Boys, ne? Einfach keine Ausdauer mehr. Ja, entspannt, stell dich noch weiter da rein. Bam! Das ist ein fetter Schaden gewesen, 3-6, ne? Aber jetzt nicht mehr. No. Perfekt. Ja, er steht auf Weak Spot Kopf. Aber schwer zu treffen, wenn er nicht Stance Broken ist.
Ich kann mich nicht rausbewegen, wieder, dieses. Ich bin in seinem Bein gefangen, ne? Ja. In seine Beine und seinem Bauch. Keine Chance. Nice. Geil. Gefällt mir. Spannend. Das ist schon cooler Boss. Das ist schon echt nice. So. Ich werde später auf meinen Regenerationsbot trinken. Oh. Ja, ich trinke den immer erst, wenn ich Schaden habe, tatsächlich. Mhm. Und dann hast du über den ganzen Fight meistens Regeneration drin. Mhm. Ja, so habe ich direkt getrunken, bevor wir hier rein sind. Ja, später raus hatte ich dann keine Healpots mehr, ne? Okay. Ey, ich hätte immer noch Healpots jetzt am Ende. Einmal nur noch einen gehabt, jetzt ganz am Ende. Aber heißen, der kriegt durch alles gleich den Damage, ne? Ah, er rastet gleich wieder komplett aus. Ja, Digga, du bist es. Ja. Hey. Ich kann ja diese Explosion an den Gramm rufen, weißt du, der kriegt halt alle Explosionen davon ab. Wie viel eine Explosion der jetzt abkriegt. Das ist schon gut. Und wenn der halt an den, also mein Kopf an dem Kopf von ihm vorbeifliegt. Naja. Ach Mann. Jetzt ein bisschen da dran, ne? Ja klar. Ja, dass die Tropfen ein bisschen lang sind, ja. Ja, guck, siehst du den Schaden? Die Zahlen? Siehst du den Damage? Verstehen Sie? Ein paar Schaden wieder. Ah ja. Nee, bevor nie ein Leben, da war nie mehr. Da war nichts mehr. Geht aber nicht bis hier, ne? Ey, die Attacke geht nicht bis hier, die Ecke. Siehst du mal. Ach so, er schlägt einfach vor sich auf den Boden. Okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ja. Ja. Drei. Zwei. Mhm. Ja, machst du da, ne? Das ist schön da. Ja, ballern. Wie soll das Pickern auch dann da so richtig durch, am Kopf vorbei, extra Damage. Aber es ist halt nicht viel, so. Okay, das war's. Keine Zauberei mehr für mich heute. Ach so. Und hat Schwanz entlang? Nein. Okay, schade. Geht halt ein Elmenring nicht. Ne? Hitbox geht bis zum Boden. Von oben bis nach unten. Wie ein Sieg, ne? Tristana springt irgendwo drüber. Trotzdem am Boden Schaden gekriegt von der Elch-Ulti oder so. Scheiß drauf. Ne? Scheiß drauf. Warum noch Hitbox in der Luft animiert? Oh Mann. Let's do this. Mal ausprobieren, wenn ich den fetten Knüppel nehme. Ja, kann ich tragen. Super. Und den Dorn dazu? Ja, darf ich? Nein. Okay, versuche ich Gift auf ihn zu machen und dann greife ich mit dem fetten Knüppel an. Und die Wahrscheinlichkeit auf den. Viel wichtiger. Ja, mit dem fetten Knüppel halt, ne? Ja, genau. Weil ich weiß, aber nicht, da brauchst du halt 1000 Detects irgendwie nicht. Ah. Das muss ja, oder wie hoch ist der Wert? Ja, sowieso. Da müssen wir nicht sehen. Da, 75 ist denn das. Das
mal den fetten Eisbock an den Lappen. Oh nein.